So, herzlich willkommen zurück. Ein weiteres Mal in Los Santos. Heute auch mit der neuen Brille. Die Sehstärke ist etwas besser. Scheint direkt Party zu sein hier, oder? Gehen wir gleich mal gucken. Guten Abend. Mei, oh mei. So, Jo. wie schaut's aus? Ah, Ja, keine Ahnung, da. keine Ahnung, war noch nicht. War es auch noch nicht. Ah, ja, die Herren nicht im Buch. Ja, wir sind ja erst gerade aufgewacht, oder? Bin seit 8 Stunden schon hier. Oh ja. Ja, sehr. Warte, ich pack mal den weg. Der Wagen schneller als Funkcheck. meiner. Gut, läuft. Meiner, der Elber fährt nur, ich glaube, so 140 oder so. Ah, mach so, okay. Also Büffelpack, ne? Sollten wir das Tempo halten, Alter. Verdienen. Hey Mobil! Abend. Ach so, Hallo. Playmobil, ah. Ich auch. Hans? Oh, Entschuldigung. Ja gut. Ich wollte eigentlich was anderes. Nein. Au, deine Hand sieht Oha, nicht so gut aus. Er hat sich einfach Unterarme ausgekugelt. Ja, nein, warte, was ist das? Noch jemand einen Arzt rufen? Ja, alles gut, mein Gott. Alles gut. Die kann nicht mehr gesund aussehen. Sehr gut. Das ist ja widerlich. Sorry, ich bin Bewegungslegastheniker. Bro, also das solltest du untersuchen lassen gehen. Ja, ich glaube auch. So, endlich mal ein Auftrag. Wir haben Zeit. Oh. Ist die Wohnung nicht abgeschlossen, oder? Ist Peter? Downtown Cap und Co. Schweizer am Apparat. Ja, Tag auch. Ich bin Mello und ich bräuchte ein Taxi. Abend. Okay, können. Abend. Einen Moment, ich bin gerade noch am Telefon. Ja. Könnten Sie ein Dispatch schicken? Dann kümmern wir uns gleich drum. Ja, dann mache ich das. Okay, super. Dankeschön. Bis gleich. Danke auch. Tschüss.
Sie haben ja einen affengeilen Akzent. Norbert. So, haben Sie den Auftrag gestellt? Nee, das war der Kollege da vorne, aber für mich. Ich dachte, er kann mich eben zum Knie fahren. Ja gut, kann ich auch machen. Ich wusste jetzt nicht, dass er extra ein Taxi da holt. Für die 100 Meter. Ja, ich glaube, das ist direkt auf der anderen Seite vom von der Brücke, ne? Wenn ich mich jetzt richtig... Ja, genau. Ich bin immer noch mit einer kaputten Windschutzscheibe rum. Ich raste aus. Können Sie einmal kurz links abbiegen hier vorne an der Kreuzung? Ja, klar. Können wir mal was nachgucken, wir können das vorher drehen. Da steht er doch noch. Will der mich verarschen? Können Sie mal kurz dann da mal ranfahren und an das Fahrzeug? Mal kurz den Arzt erstmal rufen. So, dann können wir zum Pfleger. Gut. Ich hab ihn noch vorhin gefragt. Unterhalb vom Piggy. Ja, haben wir abgeholt. Haben wir abgeholt. Weit weg ist es nicht. Hat er nicht abgeholt, ne? Ja, das ist klar. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Jo, danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Und bleiben ciao. So, wie sie sind, ne? Jo, danke. Gerne. Bleiben so, wie sie sind. Perfekt. Wunderbar. Danke, tschüss. Hola. Was geht? Für eine Party. Stadtparty. Sehr stark. Gibt's was Bestimmtes zu feiern? Muss man jemanden gratulieren oder so? Nö, einfach just for fun. Ja, mir, okay. Dass ich so eine geile Sau bin. Nori, ich hab nur letzte Woche meinen Deutschkurs auf Niveau C2 bestanden. Oh, Glückwunsch. Abo, Maschine. Hey. Sehr stark. Natürlich. Ich habe leider gerade kein Geschenk auf Tasche, sonst hätte ich hier was gegeben. Nur, Alter, deine Sohn halt in die Haare ist schon Geschenk genug. Oh, ich danke dir, Bruder, ich danke dir vom Herzen. Hey. Erstmal Lohnbrot. Und was geht bei euch so? Seid ihr frisch angekommen mit die Flieger, oder? Ja, relativ. Ich vor 3 Tagen oder vor 4, der andere vor 3. Hey. Dann haben wir uns so hier kennengelernt, aber eigentlich sind alle von uns relativ frisch, ja. Sehr cool. Seid ihr so eine geschlossene Gruppe, ja? Wie bitte? Seid ihr so eine geschlossene Gruppe? Ja, nicht geschlossen, wir sind eine offene Gruppe. Sehr geschlossen gut. Hört sich immer so verschlossen für andere an. Oder, aber ich würde auch nicht jeden aufnehmen, der 2 Tage mit mir abhängt und dann sofort sagen, ja, hier hast du Sur. Das ist richtig. Bevor der Sur, natürlich nicht. Bevor der Pendejo Sur bekommt, dann muss erstmal ein bisschen was beweisen, ne? Ja, das ist richtig. Aber deine Schuhe sind echt schick. Gracias. Ich bin in der Bürgerschaftsfamilie. In der was? In der Bürgerschaftsfamilie. Ach, Bürgerschaft? Ich habe Bürgerschaft verstanden. Also, und täglich von 18 bis 23 Uhr, ich trage auch Fleck, ne? Eine Fleck? Hier, diese. Ah, die Bürgerschaftsfleck. Hey. Oh. Guten Abend again. Guten Abend. Mahlzeit. Moin. Oh, neues Jackett, wie ich sehe. Wie bitte? Ich sag hier einen neuen Anzug geholt. Ja, spitze, oder? Ah ja, sieht gut aus. Ja, hab ja noch auf den Kohle gekostet, ne, der Anzug. Ja, das ist nicht ganz teuer. Das stimmt. Nicht ganz günstig, meine ich. Ja, das stimmt. Ich brauche unbedingt einen Job, unbedingt. Ja, beim Taxifahren muss ich sagen, ist es sehr ruhig. Ich weiß nicht, ob leider oder ob das gut ist, aber ich habe gehört, es kann auch anders sein. Hey, what poppin', hey, was geht ab, Jobbings? Guten Abend. Hey, wie geht's euch? Was läuft? Was hast du an deiner Tasche, Freund? Was ich an meiner Tasche hab?
Habt ihr Kali? Was haben wir? Ja, du weißt, was ich meine. Ey, nee. Das ist meine Dings da, Bums da. Du weißt schon, was er meint, Mann. Du hi, Mai. Gib mir one. Ein Lied. Das eine da, das, was brennt und qualmt und so, Mann. Ey, keine Ahnung, ja. Ey, was macht ihr Schönes, ja? Ja, wir sitzen und was machst du hier? Ey, mir gehört der Riffelpack so, ne? Ja, auch, Bruder. Dann haben wir jetzt ein Problem, Amigo. Was? Was? Was haben wir? Ein Problem. Ich bin nur Taxifahrer. Ich bin neutral. Hier gehört der Würfelpack, sagst du. Gehört dir auch der Würfelpack, oder was? Uns gehört der Würfelpack. Dir gehört gar nichts. Seit ab heute gehört der uns. Merkt ihr das? Bist du dir da sicher? Ansage. Oh, ja. Besser, dann kannst du dich stecken. Oh, ich geh einen Schritt zurück. Ganz sicher. Okay, ey, super. Ey, das freut mich schon mal richtig, ja? Ist klasse. Was gehört denn hier? Was gehört dir? Die Fliese, auf der du stehst, gehört dir vielleicht. Das war's aber auch. Bist du so gut? Oh Mann. Ihr kommt hier, quatscht uns vor und erzählt uns, dass es euer Park ist, Alter. Steht hier dein Name drauf oder was, du Affensänger? Ey, natürlich. Digga, wenn ich sag, das ist mein Park, Digga, dann ist das mein Park. Ist mir scheißegal, was du sagst. Ey, Jungs, was haltet ihr denn mal davon? Ey, halt's Maul. Einfach, ey, verpisst euch einfach. Ja, verpisst dich. Was? Was willst du, Digga? Wie redest du, kleiner Spasti, hä? Wie redest du, kleiner Bastard? Oh. Und du auch? Was ist los, du kleiner Hund, hä? Du auch? Die Jungs haben die Regeln. Du... Oh, Alter. Ey, schade, Jungs, hä? Vielleicht nächstes Mal. Hab ich erschrocken, meine Fresse, Alter. Lebst du noch? Ich bin den Fallschirm angelegt. Ganz einfach. Bloß der Fresse nichts dahinter. Du. Ja, ich war gerade pinkeln. Ich lebe auch noch. Aber ich stand direkt daneben. Ja, wer war das? War das mit weißen Haaren? Keine Ahnung, die waren. Ja. Kenny. Nee, ich hab nichts gemacht. Guck mal, die haben. Ja, ne? Ich weiß, aber. Guck mal, Loco und so waren hier und dann, hatten die eine ganz schön große Fresse. Hab ich gehört, ja. Aber so eine richtig dicke Fresse, haben auch schon dann angefangen, die ganze Zeit Leute zu verprügeln. Ey, und dann hat es kurz geknallt. Ja, da hab ich gehört, deswegen bin ich weggedüst, weil ich hab jetzt, ne, hier keine Lust gehabt, mir auch noch was einzufangen. Ja, ich würde die dann jetzt erstmal einpacken und mitnehmen. 14 kommst du auch einmal im Teer. Oh, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich wurde gerade angegriffen. Wir würden sie jetzt einmal mit rüber ins Krankenhaus nehmen und uns einmal die Verletzung anschauen. Alter, ich hab's. Das ist der komische Fukuhila-Typ, Alter. Ja, genau. Und der andere, sein Kollege, ja, die waren irgendwie kaum da ein paar, ne? Mhm. Und ich stand mit denen gerade da, hab mich mit denen unterhalten. Und dann sagen die ja, was ist denn hier los und so. Die Kollegen kommen da doch gerade wieder. Hä? Ja, weiß ich nicht. Nö. Nee. Dann kamen zwei andere mit so einem schwarz-weißen Pickup oder so. Mhm. Mit so ein bisschen schwarz-weiß Camouflage-Muster. Naja. Und und dann sagen die so, ja, der Würfelpark gehört uns, ne? Und dann haben die zwei Jungs halt so einfach zu denen gesagt, nee, ab heute gehört der Würfelpark uns. Und dann haben die, und dann hat er gesagt, nee, ja, verpisst euch jetzt besser. Alter, was ist jetzt da los? Ja, keine Ahnung, Alter, da gibt's schon wieder Prügelei. Ah, okay. Ja, und dann eben, und dann haben die halt direkt angemacht, so weißt du, ja, nee, verpisst ihr euch, bla bla bla. Ja, und dann, keine Ahnung, der eine Messer gezogen, zack, zack, der andere eine Knarre raus. Und ich hab mich einfach zu der Kollegin von den Typen, die da angegriffen haben, gestellt. Mhm. Ja. Aber die sind, glaube ich, das sind 98er, also nicht ganz 100. Ja, gehen wir mal gucken, oder? Ja, gehen wir mal gucken. Mehr wie riechen kann's nicht.
Bin voll Gangster. Erik. Ah ne, Schatz, das vergessen, Erik. Ja. Adi, was los? Natürlich, also bin ich. Erzähl, was los? Was war denn jetzt wieder los? Ist er doch nicht an, jetzt erzähl. Nein. Warum denn nicht? Ich hab vergessen, dass er nicht eingepackt ist, er ist unterwegs, dass er das Auto... Kannst du mir kurz bitte mal meine Nase ransauen? In der Spanien gibt's aber nicht im Land, ey. Oh Mann, ich kann so eine große Fresse haben, dass wir den falschen Leuten anlegen, ey. Ich kann mal so bekloppt sein. Ja, Louis meint zu ihm, ja, gib mir mal den Personalausweis, und er dreht sich um und wamst ihm eine. Louis? Wer ist Louis? Louis! Gottes, mein Mann. Der Mann mit dem Hut hier? Nee. Ja. Ist alles gut? Mexikaner. Nee. Mit ja, mit der Mütze, der oder? Der sich an der Mütze. Entschuldigung. Alter, ja, ich wäre ein komischer Mexikaner. Nix. Gehen Sie wieder weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Nur eine Leiche, egal. Ja. Hey, die sind wohl ohnmächtig, ne? Also tot sind die ja wohl. Warte, sind die noch warm, Alter? Ja, ne? Ja, ne? Oh Gott. Na, Abend, die Herren. Ach, guck an. Ja, da, Scherzer. Nein. So, du wartest, wie geht's, wie steht's? Dann ja, du dich zuerst knuddeln und dann knuddeln. Ja, doch, ja. Ja, ich stand hier gerade auch, hab mich noch bis vor kurzem mit dem Herren da am Boden unterhalten. Und dann hast du ihn verprügelt, richtig. Auch hier einmal Feldräumen, bitte. Ja, ja, also ich hab so einen Roundhouse-Kick gemacht, ja, direkt mehrere erwischt. Nein, Spaß. So kenn ich dich doch. Nee, da waren irgendwie andere, die haben gemeint, ihnen gehört der Park und so, und dann hat der, der da am Boden liegt, und noch der noch ein anderer, die haben dann die Fresse aufgerissen. Und dann ging es ziemlich schnell. Hä? War das irgendeine Gang, oder? Ja, vermute ich mal. Die hatten so ein, also ich weiß nicht. Die waren aber ganz freundlich. Ich bin da gestanden, dann habe ich gemerkt, dass die was zu melden haben, so, ne? Und dann habe ich gesagt, hey Leute, ich bin nur der Taxifahrer, bin 3 Schritte auf die Seite gegangen, weil ich schon wusste, okay, das gibt gleich was. Du Hans, übernimmst du gleich, wenn jemand kommt? Ey, ihre Sticker beim Krieg. Ja, mach ich. Ja, eben, ja, und dann hat der, keine Ahnung, da haben die halt rumgepumpt, weißt du, dann haben die dann eine große Fresse, und dann haben die einen gesagt, der Park gehört uns, ihr verzieht euch jetzt hier, und dann sagte irgendwie der andere, Nö, der Park gehört aber heute uns. Er hat halt wirklich bis dran eine große Fresse gehabt. Ja, und also dann ist wieder sinnfrei, oder? Ja, war halt wieder so ein bisschen, ich würde das als ein bisschen Machtspielchen bezeichnen, ne? Ja, haben klar, die ein bisschen gekloppt, rumgeballert und was weiß es ich. Ist, ach, rumgeballert? Ja. Der eine hat sogar die Knarre rausgeholt. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt also wirklich auch geschossen? Ja. Und eben der eine hat ein Messer gezogen und der andere hat und der eine hat sogar geschossen, ja. Aber ich würde jetzt mal behaupten, im Endeffekt haben die nur 2-3 Mal einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen und lagen da schon. Ja. Da gab es mehr Trubel rundherum wie alles andere. Das waren aber keine Biker, oder? Nee, würde ich nicht sagen. Also war so eben schwarz-weiß Camouflage. So ein Ding, so wie so ein Pick, wie heißen die? Ja, doch so ein. Wie so ein Jeep halt, mit großen Rädern. Keine Ahnung mehr, wie die heißen, wie das Modell ja, heißt. Doch, habe ich schon mal gesehen, ja. Moin, oder was? Moin! Ja, Bruder. Tja. Schmeckt das Lungenbrötchen, oder was? Lungenbrötchen schmecken immer, ne? Naja, kommt drauf an, ne? Nicht wenn es aus dem Arsch kommt. Ist das dein Auto da vorne? Hinter der Weg zum Lungen soll geteert sein, damit der Krebs nicht stolpert. Hello! Hey, na? Mensch, ihr seid immer noch im Dienst, seid ihr verrückt? Wie cool. Ja, wir müssen doch Präsenz zeigen, oder? Oh, ihr seid wirklich prima. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Toll. Hätte ich nicht gedacht. Nee, ja, also jetzt müssten nur noch ein paar mehr anrufen, aber ich habe schon einen Auftrag vorreserviert hier für die beiden Herren. Oh, guck mal. Das, ist das Hammer. Ihr seid echt verrückt. Für Siegfried und Roy, oder was?
Hey, gut, Schweizer. Fahren wir los, oder? Jo, können wir machen. Ja, viel Spaß. Dann, Decke oder was? Mein Mercedes steht da. Ist ja ein Raucher. Ist ein Rauchertaxi, ganz klar. Ja, perfekt. So. Danke, wo soll es hingehen? Zum Hotel bitte, hier rechts. Das ist direkt rechts und wieder links, wenn ich das noch richtig weiß. Okay. Ich drück die Kamera mal hier rein. Links, links. Blinker rein, ja, ich musste schon den Blinker noch setzen. Hier, da klebt ein bisschen. Ja, hier kannst du parken. Ja, okay. Warte, ich drehe noch einmal für euch, Moment. Ja, weißt du, wir sind ja betrunken von der Party, ja, deswegen. Ja, ja, eben, ja. Also, dann machen wir lieber hier direkt so nah wie möglich. Ich lass, ja, ich lass die Kippe mal hinten auf den Sitz liegen. Ja, alles gut. Die gibt's gratis. Das ist die Weltbezahlung. Ja. Alles klar, na, danke ja, gut. Für die Fahrt. Jo, wenn ihr wieder zurück wollt zum Stopp-Park oder so, meldet euch einfach. Ich bin erreichbar, gell? Ja, ich bleib mal hier stehen. Und dann hat er es wieder versucht im Dienst, aber nee. Ich glaube, das ist manchmal auch psychisch, weißt du? Und dann hast du Stress. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Und wenn du... Kali wird nervös. Und so, wenn du keinen Stress hast, wird es halt besser. Auch wenn meine man Brille ist vom Flühmann. Ei. Oh. Was macht der da? Und der Arm. Oh, oh. Ei. Alter! Ist alles in Ordnung, Mann! Ich will ja wohl, ich glaube, Jonas, hast du den Alter! Ey, ich hab dich gerade irgendwie. Wow! Ich bin geflogen. Luis hat dich. Ich habe heute einen Hydranten verpasst, ich muss mich duschen, weißt du? Und dann habe ich gesagt, Michael, fahr den Hydranten weg, ich muss mich waschen. Und dann, ich habe Freiflug bekommen. Wir haben das von Monchini hat gesehen. Hat zwei haben gesagt, ich soll drüber fahren, einer hat gesagt, ich soll nicht drüber fahren. Alter, das fand ich auch schon gedacht, mal mit dem Taxi irgendwie in den Norden hoch, aber wenn da jetzt auch nicht viel los ist, bringt es auch nicht viel, da rumzukurven. Hm, wer weiß, ja, vielleicht. Ich habe mich ja bei Stadt beworben wegen eigenen Laden, aber... Ja. Ah, doch, du kannst schon mal mit dem Taxi hochkurven. Bin ich auch gerade gemacht. Ja, aber das ist ja nichts. Ja, einfach mal so die Arbeitsstellen abfahren. Ich habe einen gefunden, der ein Taxi gebraucht hat. Ah ja, siehst eben, ja, ich denke auch, wenn man einfach mal so rumfährt oder irgendjemand gerade rumrennen sieht und schnell anhält und fragt, ob er ein Taxi braucht, so oftmals sagen die, ja, kannst du mich schnell da vorbringen oder sonst was. Richtig. Wo ist denn die Frau Fanny hin? Ich glaube, die steht noch da drüben hinterm Dash Count. Ich gehe da wieder hinterm Dash Count. Bis morgen. Jo, bis moin. Ciao, ciao. Guten Abend. Hey. Was geht? Abend. Oder nicht? Auch nicht. Oh, was geht? Hey, hallo, was geht ab? Alles klar, Robert? Na klar, bei dir? Jo, ne? Hey, super. Hat jemand was zu trinken? Ja. Kann ich haben? Natürlich. Ey, danke. Okay, tschüss. Was machst denn du denn noch hier? Ey, Francesco, Mann! Ich dachte, du bist schlafen. Ja, war ich auch, kurz. Ah, also, nee, okay. Dieses japanische 20 Minuten schlafen, ne? Ja, ich habe Loco so sehr vermisst, deswegen bin ich wieder aufgewacht. Ja, genau. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Okay. Der hat ja den Loco vermisst, ne? Ja. Morgen, oder was? Hola! Hola! Ey, Kali, was geht? Ey, da fährt ein Rotschafter, wie kann der ohne Seele fahren, oder was? So,
meine lieben Mitarbeiter, ich muss euch sagen, ich bin sehr stolz auf euch. Aber die alte Dame geht jetzt schlafen. Dann wünsche ich mir einen schönen Abend. Ey, ja. Gute Nacht. Macht nicht die ganze Nacht durch und passt auf euch auf. Ich wirklich ganz, ganz lieben Dank an euch. Ihr habt heute wirklich das Taxi wirklich hochgehalten. Also, wenn wir euch nicht hätten, vielen Dank. Kein Problem. Wirklich toll. So muss das doch. Mach mir hier bloß keinen Kratzer in die Limo, ne? Die ist frisch neu. Dank's euch. Ja, guck mal. Komm, ich komm ein bisschen los. Ich wünsche dir ich muss weg. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr Lieben. Wir sehen uns in ein paar Stunden, hoffe ich. Irgendwie morgen Abend oder Nachmittag. Macht nicht zu lange, ihr Lieben, ja? Alles klar. Ahoi. Ciao. Tschüss. Ahoi. Menschen gibt's, ne? Schrecklich. Schrecklich, ja. Du sagst es. Warum lachst du mich denn aus? Was, wer lacht? So, ja, grinsen zumindest. Ey, das ist eine Unterstellung. Siehst du. Ey, ich bin einfach nur freundlich, okay? Ja. Und Schleim. Ich hab mich mal umgehört, Schneider. Echt? Ja. Über wen? Du hast mir irgendwas erzählt, dass du heute auf die Fresse bekommen hast oder so. Ja, ich wurde geschlagen. Ja, ja. Ja, von einem gut aussehenden Mann mit den besten Eigenschaften, die ein Mann haben kann. Ja. Ne? Echt? Ja, hast doch gesagt. Mag das sein. Hey, schön. Was ist denn dir die Info wert, wer das war? Na, gar nichts, wir wissen's. Echt? Ja. Okay. Ja, ich hätte jetzt gesagt 10k und ich würde dir sagen. Gut, also, ich weiß nicht. Hättest du halt die 100%ige Bestätigung, wie es ist? Nein, in meinem Leben hat man noch nie gesehen. Was, Schneider? Ermittlungen laufen. Ach so. Seid ihr doch noch dran? Geht voran, sehr, sehr gut sogar, ja. Ey, das ist doch super. Das freut mich. Ja, mich auch. Ey, ich hoffe, irgendwann habt ihr die. Sehr bald, ja. Ja, okay. Das ist sehr schön. Das ist echt sehr schön. Ja. Hey Mensch, ist da richtig was los hier? Ja, weißt du, ich bin erst seit 2 oder 3 Tagen hier, ne? Aber ich habe aus dem Kontext schon die ganze Situation rausgelesen. Mhm. Einfach echt? Zu geil. Ja, mhm. Ja. Wirklich. Was ist das für eine Aktion? Ja, na, ja. Keine Ahnung. Da. Warum willst du Autos streicheln? Was ist bei dir falsch? Weil das Ding aussieht wie eine Kuh? Ja, war schon Abend. Welches ist das? Die machen Decker Macho. Die macht einen Pudding, der hat Flecken. Den kannst du löffeln echt? Und auch schlecken, Alter. Yes, ich hab sogar am Anfang zum Check gemacht. Yeah, yeah. Vor 2 Stunden oder so. Ich glaube, ich muss gleich mit dem Buffalo nehmen und wieder fahren. Meinst du hier durch die Menge? Mach mal. Das würde ich nicht sagen. Ich sag doch, der traut sich nicht. Sagt es nicht so laut. Sag doch so laut, der fährt schon die Nein. Was denn? Der hat euch alle hinter einem Boller. Ja, weg da im Dealer. Ja, da weg der hier vom MD. So, ich würde sagen, wir machen Naya Bubu. Ihr jetzt auch.
je nachdem, wie spät ihr das Video gesehen habt. Schlaft schön. Oder habt einen schönen Tag. Oder einen schönen Abend, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal.